Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic Park. Ich darf als erstes wieder in die Einstellung. Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen, vielleicht auch nervig für euch. Für mich ist es das definitiv. Aber ich mache das schon ganz gerne so, weil dann können wir noch sehen, 39% Kapazität. 23 Grad, also es wird irgendwie weniger. Die nächste Show ist die T-Rex-Fütterung, was ich auch sehr interessant finde. Die Fähre kommt in 6 Minuten, wir haben 20.19 Uhr. Und wir haben 8,4% Fortschritt. Also das oben, das verändert sich ja immer. Deswegen will ich euch das mal zeigen. Weil da ist immer irgendwie was anderes, was vielleicht auch mit unserem Spielfortschritt zu tun hat. Der Schädel des Spinosaurus ist über 1,8 Meter lang, wodurch er einen durchschnittlichen Menschen komplett verschlingen könnte. Moment mal, nur dem seine Bruchbirne ist so lang? What the fuck? Oh, wisst ihr was? Moment, das finde ich jetzt irgendwie scheiße. Ah, doch. Oh, Glück gehabt. Okay. Wir basteln uns jetzt erstmal einen neuen Dino. Ich will das Bastel dir ein Dino-Feature ausprobieren. Wir haben jetzt zwei Dinos, die wir miteinander kombinieren können. Mit noch mehr Dinos wird das natürlich geiler, aber ich will reingucken. Ich will schon mal reingucken. So, wir haben einen Triceratops und einen Velociraptor. Ich glaube, ich verändere den Velociraptor als solches. Aber nicht in seiner DNA. Okay, der sieht schon mal geil aus. Sondern wir ballern ihm einfach mal den Triceratops. What? Wie geil! Der ist dadurch Pflanzenfresser geworden. Moment. Achso, der Körper passt nicht drauf. Der muss Velociraptor bleiben. Aber der Schwanz? Nee, auch nicht. Okay, die drei Teile kann man ändern. Und die Farben als solche. Wir können sogar das Muster ändern? Pixel. Lol. Alter, wie geil ist das bitte? Sterne. Nein, das Sternenmuster ist schon... Das ist... Wie cool ist das bitte? Falls ihr euch den nachbauen wollt, das ist die DNA-Sequenz von ihm. GCA, ACA, CAT, GCC, AAA, ATA, GGG. Falls ihr euch das jetzt nicht merken konntet, was nicht weiter schlimm ist. Groß-Kleinschreibung? Wie jetzt Groß-Kleinschreibung? Das verstehe ich nicht mit der Groß-Kleinschreibung. Ah, hier vorne, das Chromosom ist dran schuld. Also G für Triceratops. Aha. Okay. Cool, wir haben uns unseren eigenen neuen Dino gebastelt. Ich hoffe, er hat den jetzt auch gespeichert. Ich weiß es nicht. Dafür müsste ich ihn mir draußen aufrufen können. Aber da haben wir leider aktuell keine Stelle für, wo wir das machen können. Also gehen wir zurück in den Park. Und, lauf mit Tim etwas durch die Gegend, denn Tim wird jetzt gleich der Star werden. Mehr oder weniger. Eher weniger als mehr. Okay, hier fehlt uns eine Kurbel. Ich sehe aber schon, was wir da machen können. Gegen. Dang, dang, dang! Oh, Moment, was ist das? Ach so, kann sie gar nicht. Na toll. Ja, weil sie keine Mitarbeiterin ist. Okay, was holen wir uns hier aus der Garage? Timmy, was findest du da? Ein Schlüssel! Okay, wir haben Schlüssel gefunden. Cool. Dann, please open the gate. Okay, dann auf geht's ins nächste Level. Die Übergänge sind jetzt zum Glück ein bisschen kürzer. Der lange Schwanz des Velociraptors wird durch Knochenfortsätze an der Wirbelsäule gerade gehalten. Nicht nur das, er kann ihn dadurch auch bewegen. Also er hat Muskeln und durch die Knochen kann er ihn auch bewegen. Frei. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Habe ich in irgendeiner beknackten Art und Weise eine Stelle übersprungen? Ich will Timmy fliegen sehen, Herrgott nochmal. Okay, die Stelle ist aber trotzdem gut.
Küchenstelle. Ja, Mann! Habe ich irgendwie ein Video übersprungen? Hier ist kein Menschenfleisch. Genug gespielt, wir jagen jetzt. Oh, wie geil. Wir dürfen die Flucht aus der Küche selber bestreiten. Okay, wir dürfen nicht springen. Ach du Kacke. Ja. Ich würde sagen, kannst du mal bitte da das abschmeißen? Würstchen. Oh, lecker, lecker Würstchen. Gut, wir können vorbei. Oh, hier sind noch Schutz versteckt. Nein, wir können noch nicht vorbei. Der arme Kraken. Der arme Kraken, der kann einem voll leid tun hier, der arme Kraken da. Moment. Okay, es ist nicht abschmeißbar. Schade. Okay. Timmy, du musst dich mal da verstecken. Deine Schwester kann gefressen werden, aber du musst überleben. Ach so, du kommst auf der anderen Seite wieder raus. Na gut, das ist auch eine Möglichkeit. Oh, Timmy, musst du dabei so laut sein? So, ich wollte jetzt eigentlich nur Timmy retten, deswegen habe ich ihn zurückgezogen. Aber das war gar nicht korrekt. Dun, dun, dun. Okay. Timmy, geh mal weiter. Deine Schwester kann da erstmal bleiben. Okay. Denk mal, ich weiß, wie wir sie holen. Indem wir hier... Moment, können wir springen? Nein, okay, schade. Ich würde ja gerne nämlich oben drauf kommen. Ja, das hören die auch nicht. Los, komm mit. Lecker, super. Nom, nom. Ah, ein Steak, okay. Steak, super. Sie kann da hoch. Ach nein, sie kann Timmy hochschmeißen. Yeah! Und Timmy ist zum Glück klein genug, um da durchzukommen. Ach, jetzt geht er einmal außen rum und ist dann wieder am Anfang. Oder auch nicht. Aber er ist auf der anderen Seite. Oh nein, Timmy! Okay, hier ist schon der Ort unserer Begierde. Der Ausgang! Hier brauchen wir Hammond für. Toll. Ja, ja, wir machen mal ein bisschen Krach. Warum auch nicht? Das kriegen die Dinosaurier nicht mit. Die sind ja alle schwerhörig. Ah, ich habe da hinten einen Schutz vergessen. Okay, Schwesterchen, komm jetzt mal nach hier. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Ballfähigkeit. Feuer frei! Dong, dong, dong! Okay, was brauchen wir? Ach so! Das Türschloss hat gefehlt. Ja, und jetzt? Schön, jetzt habe ich ein Türschloss. Was soll ich damit machen? Eigentlich müsste ich jetzt Linus da reinlocken. Aber wie? Dahinter sind noch Stutz. Wie komme ich an die ran? Ich will an die Stutz. Er hat da hinten immer noch sein Zeug drauf.
Irgendwie komme ich hier nicht durch, okay. Dagegen hauen bringt auch nichts. Hier kommen wir nicht hoch. Muss man Timmy vielleicht wieder an den Anfang zurückbringen. Ich finde das genial, dass da immer noch die Herdplatte an ist. Also, dass sie an solche Kleinigkeiten gedacht haben. So, einmal da hoch. Timmy? Nö, möchte nicht. Achso, warte mal, wir können ja hier mit Timmy einfach mal hinten rum dran vorbeischleichen. Ich weiß nicht. Oder auch nicht. Aber wir können hier zumindest noch Schutz rausholen. Also eigentlich müssen wir sie jetzt nur noch in den Schacht da lenken. Die Frage ist aber... Okay, das wäre auch ein bisschen aggressiv gewesen. Miau. Miau, miau. Miau. Kann ich einfach... Ach, ich könnte mich ja auch einfach an die Tür hängen, ne? Damit sie aufgeht. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, und wer hat die Arschkarte? Bingo Bongo. Der Bingo Bongo Junge. Timmy. Was machst du denn jetzt schon wieder hier? Du sollst die Tür aufhalten. Ja, zumindest kann sich Timmy hier drinnen umsehen. Was mega praktisch ist und sogar was zusammenbauen. Was brauchst du denn jetzt? Radio? Eine Beatbox? Ein Eis. Ein Eis? So, Nummer 1 ist eingesperrt. Wuhu! Hier gibt's nur ein Problem. Es nennt sich Nummer 2. Ja, ihr habt wohl dort nicht gedacht, dass wir jetzt schon durch sind, oder? Oh Gott. Oh, ist das geil. Ja, er guckt ihm fast direkt ins Gesicht, aber er sieht ihn nicht. Mega genial da nachgestellt. Oh oh. Los! Ja, los! Das sagst du so einfach. Wir haben da so einen leichten Dino im Weg, den wir jetzt blitzdingsen werden. Nein. Nee. Hä? Kannst du da mal irgendwie gegenhauen? Nein. Hä? Wie löse ich denn jetzt die Vorrichtung aus? Achso, vielleicht einfach schieben. Oh Mann, der Arme. Er ist hier drin. Zum Kontrollraum. Haben wir Hilfe rum? Wir müssen erst das System neu starten. Oh, darf ich die Flur, die Flugszene machen? Bitte! Er macht dann Smiley rein. So nach dem Motto, haha, ich krieg euch. Ihr habt keine Chance. Ihr Versager. Ich krieg euch definitiv. So, erstmal, also ich meine, wir sollen ja gleich mit den Computern hier noch arbeiten. Deswegen zerstören wir sie erstmal im Voraus. Genauso wie wir alles zerstören, weil ich will hier eigentlich ganz gerne wahre Überlebende werden. Aber irgendwie, habe ich das Gefühl, das werden wir ganz und gar nicht. Zumindest gefühlt gibt es hier gerade viel zu wenig Schutz dafür. Okay, wir haben alle drei Bildschirme auf jeden Fall schon mal getötet. So, hier gibt es auch noch ein paar. Na, und wie geht's euch? Ah, ich sehe schon, ihr habt Spaß, wa? Das ist immer gut. Beschäftigt ihr euch noch mal ein bisschen mit dem
Raptor. Ihr müsst keine Angst haben, der will nur kuscheln und ein bisschen spielen. Das ist schon okay. Das schafft ihr. Wir haben vollstes Vertrauen in euch. Oh, was bauen... Ah, okay, wir bauen hier den Weg weiter. So, dass wir hier den, klitzekleinen Stromstecker reinstecken könnten. Wenn wir denn wollten. Was wir auch gleich wollen. Aber erst gleich, 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 gleich. Erstmal will ich hier noch weiter gucken. Da, das glitzert. Warum glitzert das jetzt mit einmal? Ah, ich weiß, warum es glitzert. Och nö, warum muss es glitzern? Okay. Yeah, wir haben den Bernstein gefunden. Nice one. Ey, die Computersysteme, ne, die sehen mega geil aus. Ich will auch so ein Computersystem haben. Warum sehen unsere Computersysteme noch nicht so aus? Voll und cool. So. Ah, wir haben auf jeden Fall mehr als 50% schon mal zusammen. Das ist gut. Ich habe die Hoffnung, dass wir Timmy heute noch fliegen sehen. Ich habe die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Vorher fliegt Timmy. Wie weit kaputt kann ich das denn hier noch bitte alles? Ist ja übel. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Boah, ganz kaputt. Aber wirklich bis aufs Letzte kann ich das hier klein hauen. Wenn da noch was übrig bleibt, dann ist es noch nicht kaputt. Dann zählt das noch nicht. Hier kann ich auch nochmal. Genau. Hier genauso. Das ist krass. Ah, 1 von 6. Okay. 2 von 6. Warum habe ich das Gefühl, dass ich die da oben auch erwischen muss? Lass mich raten. Eigentlich, aha, 3 von 6. Oh, das war knapp daneben, ist auch vorbei. 4 von 6. So, ich mache die jetzt aber auch kaputt. Nicht, dass ich ja gleich wieder da stehe und die kaputt machen will. 4 von 6. Und da haben wir 6 von 6. Alles klar. Mal 5 von 6 und mal 6 von 6. Ah, ein Minikit. Unser erstes. Schade. Da, Moment. Nein. Okay, das kommt erst gleich, wenn die Szene soweit ist. Wir wollen aber die Szene noch nicht so weit vorantreiben. Denn da ist noch ein Aktenschrank. Böser, böser Aktenschrank. Hast dich in der Ecke versteckt. Ich hab's genau gesehen. Oh, wir sind relativ knapp beim wahren Überleben, ne? Gibt es denn hier noch was zu zerstören? Nö. Nö, sieht nicht danach aus. Ah, doch! Den Stuhl hier dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall jede Menge Platz. Halt. Okay. Jede Menge Platz. Dann schieben wir mal den Stromstecker rein. Sie haben eine englische Tastatur hingesetzt. Nur Hacker wie Sie können Lego-Terminals verwenden. Okay. Das ist voll die übelste Hackerin. Das war so krass in dem Film damals. Okay, was habe ich zu tun? Mach schon, Lex! Ah! Halt! Alles aktiviert. Taste 3. Boah! Übelst geil gehackt. Ja klar, und die trinken da ihren Wein oder whatever, während wir uns hier rumprügeln dürfen. Wir nehmen jetzt nach und nach die ganzen Kontrollsysteme wieder online. Was sehen wir da Schönes? Ach du. Nö, nö. Du kannst dich ruhig mal weiter von Dinos jagen lassen. Du bist an der ganzen Misere schuld. Okay, jetzt kommt noch das T-Rex-Gehege. Nee, das Velociraptoren-Gehege. Kann man hier eigentlich failen? Nee, nicht wirklich. Der Arme.
Und... toll, wir haben es kaputt gemacht. Dadurch ist aber die Sicherheitstür, glaube ich, automatisch zu. Oder auch nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Timmy, du musst mal Strom anmachen. Timmy und Strom. Timmy, mach den Strom an. Wir brauchen einen neuen Timmy. Aber Timmy, bevor du Strom anmachst, gucken wir mal erst in die dunklen Ecken hier. Das ist alles? Ah, ein Plutoniumstab. Nee, ich glaube, den brauchen wir. Wie komme ich denn daran? Ach so, dafür brauche ich einen anderen Charakter. Oh Mann. Das ist doch echt nervig. Dass man die ganzen tollen Sachen, dass sie einem so gezeigt werden, so. Haha. Willst du da ran? Willst du da ran? Willst du da rein? Ja, willst du? Gaffst du aber nicht. So. Wahre Überlebender. Lass mich raten, na, müsste ich wieder hacken. Ich will jetzt erstmal schon mal im Voraus mich ein bisschen umgucken. Beziehungsweise schon mal die ganzen Stutz sammeln. So, dann einmal den Stab einsetzen. Und es ist alles online, oder? Ach, wir dürfen noch mal eine Runde hacken. Halt! Lass mich Timmy noch mal spielen. Warum darf ich Timmy nicht noch mal? Ach, auch Timmy ist direkt zurückgekommen, deswegen. Okay, weil da unten war noch was gewesen. System. Damit kenne ich mich aus. Das sind alle Dateien des gesamten Parks. Es zeigt einem alles an. Ich muss nur die richtige Datei finden. Okay, nur die richtige Datei finden. Oh, wie genial! Ich würde sagen, in der gleichen Reihenfolge. Ich bin mir nicht sicher, aber ich... ja, das war das Richtige, okay. Boah. Okay, erst das, dann das, dann das, dann das. Ich glaube, ich hab's. Das müsste die richtige Datei sein. Bist du dir sicher? Nein, Fehlanzeige. Okay, das ist machbar. Tolles Unix-System. Was funktioniert? Die Telefone, Sicherheitssysteme, eigentlich alles, was sie wollen. Ich hätte ganz gerne einen Kaffee. Warum läuft da draußen niemand rum? What the fuck? Warum ist da draußen niemand rumgelaufen? Kann man jemand an das Telefon rangehen? Mr. Hammond, die Telefone funktionieren. Geht es den Kindern gut? Großvater! Rufen Sie das Festland an. Die sollen sofort die Hubschrauber hier schicken. Er kommt durch die Scheibe! Ja, ist ja kein Grund, gleich rumzuschreien. Achso, er ist... sie ist unfähig zu bauen. Was baust du denn so schönes? Ich sehe das gar nicht. Hör mal auf. Ich will sehen, was du da baust. Achso, eine Leiter. Los, Bewegung! Los, 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 Bewegung! Leute, wir müssen weg! Weg hier! Weg, 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 weg! Das arme Schweinchen! Lauf! Rudolf, das Schweinchen! Hör mal auf, Alter! Ich muss das lesen! Los! Bewegung! When dinosaurs rule the earth. Dann sind wir am Arsch. Checkpoint! Ja, schneide die Seile durch, die das halten. Das ist sehr intelligent. Freak.
Ja. Ich sag ja, es ist sehr intelligent. Genau die Steine kaputt, die das Seil kaputt zu machen, was das alles hält. Okay, wir müssen eigentlich gar nicht weit. Timmy? Achso, hast Glück gehabt, Timmy. Noch nicht. Gleich ist deine Stunde gekommen. Hä? Achso, nur sie kann den Scheiß fühlen. Achso, eine Pflanze ist das. Ich dachte, ich muss da was ausgraben. Haha. Jetzt steckst du fest, wa? Oh, okay. So, Timmy, dann geh mal vor. Und spiel mal ein bisschen mit dem Raptor. Hallo, lieber kleiner süßer Raptor. Ich will mit dir spielen. Hallo. Haha, ich töte dich. Nein, geht nicht. Hin, schnell. Oh Gott, wie sie schreit, ey. Was macht ihr denn so einen Druck? Der Tim kann nicht schneller, ist nur ein kleiner Junge. Was erwartet ihn von. Was erwartet ihr von ihm? Lol, kann ich mich da hochglitschen? Naja, nicht ganz. Schade. Ja, genau die, die ich brauche, ist noch nicht mal ansatzweise drüben. Hallo? Geht's hier mal weiter an der Schlange? Danke. Was lässt denn jetzt noch wachsen? Oh, schön, eine Pflanze. Ach, eins von zwei. Gut. Hallo? So. Wir müssen einmal außen rum. Auf dem T-Rex rücken. Wie seid ihr denn jetzt runtergekommen? Harry, hier lang. Und der Held des Films taucht auf. Ich darf den T-Rex steuern! Will ich aber noch nicht! Oh Mann, ich muss! Okay. Wer hätte es denn ahnen sollen? Taste 2. Oh Mann! Aua! Gib mir auch keinen Kopf los. Ja, ja, ich überleg das schon mal. Wow, Taste 4, Taste 4, hallo! So, Taste 2. 3. 2. Ich hab dich! Oh, der Arme. Ja, toll. An eine bessere Stelle hättest du nicht schmeißen können? K.O. Nein? Okay, die können da hinten erstmal ihren Spaß haben. Ich erkunde jetzt hier. Das wollte ich nämlich gerade schon machen. Irgendwo müssen wir hier noch eine Pflanze zum Wachsen bringen. Kann ich hier durch? Ja! Aha! Und wir finden nichts. Oder? Doch, einen blauen Stutt. Schön. Okay, das können wir nicht zerstören. Das auch nicht. Das können wir aber noch kaputt machen. War's das? Okay, an den Kampf teilnehmen möchte er nicht direkt. Okay, dann ist unser T-Rex wieder dran. Warum schmeißt du ihn immer wieder in die Ecke? Was hat er dir getan? Au, der Arme. Er tut mir irgendwie voll leid. Oh, jetzt wird's uncool für den T-Rex. Er hält mich zu kleine Ärmchen.
Okay, wir schleudern ihn. Es wird immer heftiger und heftiger und heftiger. Und von links nach rechts in der Waschmaschine. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu durchgerungen, Ihren Part nicht zu befürworten. Ich gebe Ihnen recht. Wie hat er denn überlebt? Ja! Die Szene darf nicht fehlen. Oh, und er hat auch überlebt. Du bist jetzt offiziell sein Zahnputzer. Jurassic Park, Freispiel freigeschaltet. Aber mir fehlt trotz alledem die eine Szene. Ich finde das total ärgerlich, dass die eine Szene nicht eingearbeitet wurde. Warum auch immer. Oder ich habe sie aus Versehen weggedrückt. Ich will Timmy fliegen sehen. Ich habe das in dem Trailer schon gesehen, dass das geht. Wahre Überlebende! Ein Minikit? Ja, ein ganzes Minikit. Wir sind echt super gut dabei. Alan Grant, Überlebender. Ellie Sattler, auch Überlebende. Ian Malcolm, hat auch überlebt. John Hammond. Ohne John geht gar nichts. Ich finde das so schade, dass er im neuen Film nicht mit dabei ist. Lex Murphy, auch überlebt. Tim Murphy, ebenfalls überlebt. Wenn auch ein bisschen geschockt. Dennis Nedry, Costa Rica, freigeschaltet. Okay. Wir haben den Helfer mit dem Überrollkäfig freigeschaltet. Da kommen noch Bikes und so. Cool. Wir haben den Tyrannosaurus Rex freigeschaltet. Oh, ich muss gleich wieder an die DNA-Maschine. Ich muss sowas von an die DNA-Maschine. Ich brauche die DNA-Maschine. Wahre Überlebender. Und Level abgeschlossen. Zwei weitere goldene Steine. Geschichte beenden. Und damit haben wir den ersten Film komplett durchgespielt. Er bleibt auf der Insel. Oh, geil! Ich darf noch den T-Rex steuern! In den Credits darf man den T-Rex steuern! Wie cool ist das denn? Das ist ja mal eine mega coole Idee. Oh, ich darf sogar rumschreien. Kannst du noch mehr? Nein, leider nicht. Schade. Ah, ist das cool! Okay, bis auf das mir die eine Szene fehlt, ist der Film mega geil umgesetzt. Oh, ich freue mich schon auf den zweiten und dritten und vierten nehmt gerade. Das wird mega episch. Einfach nur perfekt. Perfekt. Besser als wenn sie das mit irgendwelchen realen versucht hätten nachzustellen. Also so mit High-End-Grafik oder so. Ne? Siehst du aus so richtig. Ja, genau so siehst du das auch. Ich werde das nicht überspringen. Hallo, ich darf hier stutzen. Das ist mega geil. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Erfolg am Ende. Oh, ist das cool. Was sagt ihr zu dem Film? Sagt es mir in den Kommentaren. Ja, klar. Rexy kann auch durch solche kleinen... So ein bisschen Wasser. Jetzt bleib doch stehen da. Ich hab Hunger. Nom, 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 nom. Ach, ich darf auch ihn steuern. Von ihnen darf ich auch die Geräusche machen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn ich alle freigeschaltet hätte, also alle Dinos, ob die dann hier auftauchen würden, die alle im ersten Teil zu sehen waren. Weil ich denke mal, die kann man ja alle freischalten. Insgesamt sind es, glaube ich, 20 Stück, die man freischalten kann. Ja, Rexy gibt mir recht, hast vollkommen recht. Das ist so eine mega geniale Idee. Da freue ich mich schon glatt auf das Ende vom zweiten Teil. Weil da darf man noch was Größeres dann hoffentlich steuern. Falls das steuerbar ist. Sagen wir es so. Wenn es wieder das gleiche ist, dann fände ich es halt so irgendwie lame. Aber wenn es dann andere Dinos sind, dann... Wäre das
mega genial. Boah, es haben aber auch wieder mega viele Leute mit dran gespielt, dran teilgenommen, das Ganze zusammenzubauen. Ich hoffe, dass ich die Stutz auch behalten darf. Ah, die Musik sagt, gleich ist vorbei. Vielleicht knacken wir noch die 50.000. Ich hoffe ja, dass wir auf 100.000 kommen. Jeder Stutz, den wir gerade sammeln können, der zählt. Dann können wir uns gleich sei ich schon, aber bald den achtfachen Indikator holen. Aber das machen wir erst, nachdem wir die Story durch haben. Ihr kennt das ja von mir. Während der Story werden solche Gimmicks nicht eingesetzt. Da versuche ich ja immer noch selber wahrer Überlebender zu werden. Oder halt eben das, was gefordert ist von dem Spiel. Hat ja jedes Mal einen anderen Namen. Ich muss sagen, das ist euch ja auch schon aufgefallen, dass die Synchro, klar, das ist die Original-Synchro, also die Original-Synchro-Sprecher. Ich denke mal, sie haben aus dem Film einfach nur die einzelnen Soundfiles rauskopiert, in dem Sinne, also die einzelnen Sätze und dann eingefügt, dass sie ein bisschen abgehackt sind. Das finde ich auch ein bisschen schade, aber naja, das ist Lego. Das ist okay. So, lass mal wieder mit dem Kleinen hier. Kann der springen? Nee, er kann leider nicht springen. Mit ihm kann man, mit dem Großen habe ich das Gefühl, treffe ich mehr. Also kann ich besser sammeln. 64.000 haben wir mittlerweile schon. Selbst wenn ich wüsste, was die... Ich weiß nicht, was die Taste 10 ist zum Überspringen. Also wir müssen bis zum Ende durchhalten. Gibt ja auch freie Stutz. Stellt euch mal vor, 8-Flach-Multiplikator jetzt da drauf schon. Das wäre schon nett. Special thanks to Stuart, der Lego-Gruppe. Ich habe im Übrigen gelesen, dass die Entwickler von, also die bei Lego arbeiten, also an den Lego-Spielen arbeiten, dass sie auch ganz viel Lego in ihren Büros haben, um sich da immer noch mal wieder Ideen zu holen. Ich finde, das ist eine mega coole Idee. Aber die in Amerika, die sind da auch, ich sag mal, ein bisschen lockerer mit sowas. Zumindest kommt einem das so ein bisschen vor. Vielleicht geben sie sich auch einfach lockerer. Aber wenn man sich überlegt, dass sie zum Beispiel bei Facebook kriegen, die da Essen, Trinken, alles kostenlos und so ein Scheiß, das ist ein riesengroßer Campus. Sowas ist hier in Deutschland ja fast gar nicht denkbar. Oh, ich krieg nicht genug von dem Sound von Rexy. Das wird meine SMS klingelt. Und mein WhatsApp klingelt. Mann, bei WhatsApp klingelt. Ich weiß es gar nicht. Muss ich gucken. Meine aber schon. Wenn ja, wird's das hier. Dann freue ich mich, wenn mir jemand schreibt. Also meine Freundin zum Beispiel wahrscheinlich. Wenn meine Freundin anruft, dann kommt das hier. Oh, wir haben mehr als 100.000 Stutz mittlerweile zusammen. Alter, wie viele Leute haben denn noch? Irgendwann musste jedoch der Park mein Ende haben und du laufst die ganze Zeit im Kreis. Wahrscheinlich laufst du die ganze Zeit im Kreis. Ich merk's noch nicht, weil die Finger hier mal wieder gespawnt haben. Voll gemein! Also, so langsam dürfte das ja ein Ende haben. Ich hoffe wirklich, dass wir noch ein Outro kriegen. Also, dass da noch irgendwas kommt. Weil es ist ein gottverdammtes Lego-Spiel. Da kommt eigentlich immer noch irgendwas extrem episch Lustiges. Warum hat der T-Rex eigentlich seine Arme nicht verloren? Das haben sie im Trailer auch gezeigt. Ich will, dass er seine Arme verliert. An irgendeiner Stelle muss er seine Arme verlieren. Aber gut, sie haben auch kein Wasser in das Glas gemacht, zum Beispiel wie in dem Trailer. Ihr müsst euch unbedingt den Trailer angucken von diesem Spiel, der ist episch. Und das war auch ein ganz cooler Sound. Das war nämlich mein E-Mail-Sound. Ja, professionell und so. Man kennt das ja von mir. Das E-Mail-Programm ist immer an. Das vergesse ich auszumachen, weil das meine Taskleiste verschwindet. Naja, was soll's, kannst nichts gegen machbar. Nein, ich finde nicht Tasten 10. T-Rex Rescue und Finale. From the Motion Pictures. The Lost. The Lost Jurassic Park, war mal Jurassic Park? Jurassic Park 2 war, glaube ich, The Lost und Jurassic Park 3 war. Die haben ja auch alle unterschiedliche Namen gehabt. Wie hießen die nochmal? Also Jurassic Park 4 ist Jurassic World. Also Jurassic Park World sozusagen. Wir können
Könnte man das... Ja, doch, das könnte man so sagen. Oh, die Fonts kommen vom Monotyp. Im Übrigen, wie findet ihr... What the fuck? Haut doch noch am besten die ganzen AGBs rein. Wie findet ihr eigentlich die Thumbnails? Die hat meine Freundin gemacht. Da ist ja auch die Originalfont drin. Es wird im Übrigen lustig, je mehr Folgen wir haben, desto unübersichtlicher und schwieriger wird es zu lesen, welche Folge das ist. Das ist ganz cool. Mit den Strichen. Werdet ihr dann noch so... Alter, Wall of Text. Ja, im Übrigen, ihr dürft alle hier nichts mit diesem Spiel machen. Wir dürfen das nicht zeigen, wir dürfen das offiziell nicht spielen. Jeder, der es spielt, dem steht die Möglichkeit frei, von Lego an den Arsch von jemand anderem dran getackert zu werden. Ne? Man kennt das ja aus South Park und so. Beziehungsweise von Apple und whatever hier noch alles steht. What the holy motherfucking shit. Das Ganze jetzt noch in den unterschiedlichsten Sprachen, damit es auch jeder wirklich versteht. Analyseur Gison. Le Restribution. Un enchant le Arthur Olé. Merchandette de l'Action. Par contre. Oh, wir haben es geschafft. 10,9% abgeschlossen. Darauf noch ein Schrei von Rex. Und? Hat sich's gelohnt? Nur wenige fleischfressende Dinosaurier würden versuchen, einen ausgewachsenen Ankylosaurus anzugreifen, denn dafür müssten die Sins zunächst auf den Rücken gedreht werden. Das wissen wir schon. Dankeschön. Kriegen wir noch was? Nein! Das war's! Aber wir dürfen jetzt zu The Lost World. Oder wir erkunden den Jurassic Park. Findet's raus in der nächsten Folge von Lego Jurassic World. Ich bin euer Lund 1986. Bis dann. Tschüss.